Ich habe nichts gehört. Nani? Wer ist mit mir? Viv. Okay, sehr gesprächig, die Gute. Ja, alles klar. Ich verstehe rein gar nichts. Wir laufen mal ein bisschen hin und her. Jetzt einfach eine Pause. Pausieren kannst, wenn du tot bist. Haha, wird nicht lange dauern. So, was haben wir hier Schönes? Okay, wieder am Wasser. Hier kann man wieder Sachen kaufen, sich vollfressen. Aber wir haben kein Geld, wir sind nämlich arm. Ich finde es toll, dass sie einem ausweichen, wenn man denen zu nahe kommt. Oder wenn... Es ist interessant, so kleine Details, ich liebe es. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Jetzt gehen wir aber zum Teleporter und dann... Ah, oh, Monster klatschen. Es lädt, sehr schön. この場所に来ると複雑な気持ちになるんだ。ログインして最初に降り立つ場所。そしてデスゲームを宣告された場所。でも、Back to the Roots。そこから先へ踏み出したことでみんなと出会うこともできた。先へ踏み出すか。うん。オリジンではどんな楽しいことが起きるか。 Ja, Asna, der Blitz. Voll cool. Okay, dann machen wir mal. Korewa, Shobai no neta ni nari sou na goikkō sama o hakken da. Argo. Yo, machi no naka o kankō ka? Argo. Argo. SAO の時から情報屋として有名で、売れる情報は何でも売る姿勢はある意味恐れられていた。Sie ist lieb und gruselig. しかし彼女の情報によって俺を含めた多くのプレイヤーが助けられたことは間違いない。アルゴさん、来てくれたんですね。結局このゲームをやるかどうか答えを聞けないままだったからな。 いろんな MMO に手を広げすぎると情報収集の質が落ちるから悩んでいたんだけどな。けど、どうしてもお姉さんと一緒にいたいって誘ってくるから仕方なくな。しれっと適当なこと言うなって。とはいえ、来てくれて嬉しいよ。ナチュラリー。情報やアルゴがいるといないとじゃゲームの難易度が大きく変わってくるからな。 このゲームでもよろしくお願いします。なんかすごい歓迎ムードだな。照れるじゃないか。それはさておき、何をしているところだ？街のいろんなところを見つつ、そろそろフィールドに出ようかなってところだよ。それなら、オレッジがクエストの情報を教えてやるから、やってみたらどうだ？もうクエストの情報を集めているんですか？ ゲーム開始から数時間が経過しているんだから驚くようなことじゃないよ。 Schon ein paar Stunden her, zack, schon habe ich 100 Infos. 数時間しか経過していないですよ。相変わらずの収集スピードですね。この商売に速さは欠かせない要素だからな。今回は回転サービスとして情報量はタダにしておくよ。そういうことならお言葉に甘えないとな。 Alles klar, alles klar. Unsere Info-Dealerin ist wieder dabei. Also erzähl mir etwas über Quests. Es gibt unterschiedliche Questarten in diesem Spiel. Ich schlage vor, du beginnst mit einer der Quests außerhalb der Stadt. Du kannst auch gleich jemanden dazu einladen, dich zu begleiten, wenn du schon dabei bist. Du meinst, wie beim Bilden einer Gruppe? Gute Idee. Ich bin ja so ein Teamplayer. Von Anfang an, ich war immer ein riesen Teamplayer. Gut, gehen wir los, sobald wir bereit sind. Okay. Verbündete in Gruppe einladen. Jetzt wollte ich schon das Englische lesen. Ich und Englisch lesen. Alter, das kann ich euch nicht antun.
Vor allem dir kann ich das nicht antun. Normalerweise kannst du bis zu 3 Freunde mitnehmen, wenn du die Stadt verlässt. Du kannst jemanden bitten, sich deiner Gruppe anzuschließen, wenn eure gegenseitige Zuneigung 3 oder höher ist. Lade die Person in deine Gruppe ein, indem du sie entweder direkt ansprichst oder ihren Namen auf deiner Freundesliste auswählst. Okay. Neue Freunde finden. Wie geht das? Ich bin Moff. Wenn du dich mit jemandem gut verstehst, drücke und wähle Gruppe bilden, um die Person einzuladen. Aha. Aber du solltest keine vollkommen fremden Personen einladen. Unterhalte dich zuerst ein wenig mit ihnen. Wenn du Leute kennenlernst, kannst du sie auf Spaziergänge einladen und dabei eure Zuneigung durch private Gespräche steigern. Ah. So findest du das Tutorial. Das haben wir schon gesehen. Rufe bla bla bla. Tutorial, Schmutorial. Alles klar. Skill, Palette, Gegenstände, Karte, Quest, Freunde. Okay. Wir haben wohl Nachrichten. Das auch wird großartig. Also SA, also Sword Art und dann Origin, nicht online. Ja, SAO halt, ne? SAO fängt endlich an. Mit dir gemeinsam loszulegen ist echt super. Zieh nicht allein los, ja? Okay. Und los geht's von Sedika. Da dies wie SAO ist, hatte ich zuerst Bedenken, aber jetzt bin ich richtig gespannt. Das wird ein Riesenspaß. Nein, ich lösche keine Nachrichten. Bin doch kein Arschloch. Von Lizzie. Schon seltsam, wie sehr das SAO ähnelt, aber mit meinen Freunden wird das super. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Liefa! Das ist so cool, mit euch allen ein Spiel anzufangen. Wir müssen unbedingt vieles gemeinsam machen, ja? Okay. Von Argo. Sieht so aus wie SAO, aber die Läden und Gegenstände sind anders. Das wird cool, alles zu erkunden. Klein. Bin immer aufgedreht, als Erster in einem neuen Spiel zu sein. Diesmal lasse ich mich nicht abhängen. Wartet nur. Natürlich. Hätte nie gedacht, wieder in der Anfangsstadt zu sein. Letztes Mal konnten wir es nicht genießen. Ändern wir das. Jo, machen wir. Okay. Die Nachrichten werde ich immer alle behalten. Ich finde das nämlich toll. Ah. Stadt der Anfänge, Plaza, okay. Aussichtspunkt. Ah, wir müssen die erst einmal treffen, damit wir immer wissen, wo die rumrennen. Ah, ich verstehe. Okay, jetzt muss ich Ausschau nach denen halten. Okay. Protokoll. Ach so. Ach, du Heiliger. Optionen. Tastenkonfiguration. Aha. Das Gute ist, die sind alle so... So, 0815 designt, aber wenn wir unsere Leute suchen, wissen wir schon genau, wie wir es machen müssen. Wir müssen einfach gucken, wer sieht anders aus als die normalen Typen und bam, schon haben wir's. Die finden wir ganz schnell. Ich werde jetzt auch erstmal kurz suchen. Gibt es da noch was? Okay, wir haben schon alles abgegrabbelt, was es so gibt. Leonard hat mich gerade an Seto Kaiba erinnert. Ich weiß nicht warum. Von optischen her muss ich gerade an Seto Kaiba denken. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Okay, dann gucken wir mal ganz schnell, ob wir noch die anderen finden. Wen muss ich jetzt überhaupt noch finden? Also wen von unseren Freunden. Schön, dass die Ladezeiten hier genauso sind wie in Saolz. Ich sag jetzt nur noch Saolz in der Song. Freunde! Aber so. Sedika müssen wir finden, Lizzie müssen wir finden und Klein müssen wir finden. Sedika, Lizzie und Klein. Oh, jetzt habe ich gewunken. Alles klar. So, wir rennen nochmal ganz schnell hier alles ab. Ich werde es einfach mal cutten und dann sehen wir einfach, wenn ich die Leutchen gefunden habe, die Gespräche und dann geht's weiter. Also, kurz die Schnitte, ne? Hier in SAO, Sword Art und so weiter. Es gibt einen kurzen Sword-Schnitt. So, der Schnitt hat voll viel gebracht. Meinst du etwa, ich finde die anderen drei? Ich habe die uns verreckt nicht gefunden. Darum gehe ich jetzt einfach mal hier auf den Teleporter. Kartenansicht.
Drücke bei einem Teleporter, um die Weltkarte aufzurufen und dein Reiseziel auszuwählen. Anfangs stehen nur wenige Ziele zur Auswahl, aber es werden mehr, wenn du Fortschritte im Spiel erzielst. Nein! Aber wir können aufs Lager zugreifen. Interessant. Jo. Rustoria, ein Land voller Seen und ausgedehnter Ebenen, durchzogen von Tunneln und Schluchten. Überall sind Spuren vergangener Zivilisationen, doch nichts über den Ursprung. Gewöhnliche Monster, tölpelhafter Keiler, Arbeiterwespe, Plündergobold. Okay. Ja, dann. Bestätigen, Gebiet wechseln. Marktstraße. Ah, okay. Wir können auch einfach so direkt. Interessant. Ah, okay. Und dann können wir hier ins Detail gehen. Interessant. Meine Fresse. Aha. Da muss ich hin, um weiter voranzukommen. Okay. Darf ich nicht? Darf ich nicht? Das darf ich wohl alles nicht. Wahrscheinlich nur da, wo ich diese Symbole habe. Oder hier dieser blaue Kreis. Keine Ahnung, was der blaue Kreis bedeutet. Wahrscheinlich ist der blaue Kreis da, wo ich bin, ne? Wir gehen einfach mal in dieses Gebiet und gucken, was uns da erwartet. Ladebildschirm. Danke. Leider ist hier kein Ladedonut, der sich so schön im Kreis dreht. Eine grüne Wiese mit Bäumen und Hügeln und Steinen. Ein fettes Grunzi. Oder, keine Ahnung, was es sein soll. Eber, das Grunzi, egal. Und ich habe meine Truppe angepasst. Ich nehme nämlich Asna, Liefer und Klein mit. Einfach, keine Ahnung, einfach weil. Mal sehen. Argo meinte, es gäbe eine Quest außerhalb der Stadt. Hauptpalette. Du kannst die Hauptpalette öffnen und schließen, indem du die rechte Seite des Tenors. Aha, die rechte Seite also. Wähle aus deinen verfügbaren Skills in der Hauptpalette einen mit der Ressourcen und aus und drücke dann. Alles klar. Ist die Hauptpalette aktiv, sind bestimmte Steuerungen nicht mehr verfügbar. Bitte denke bei der Verwendung daran. Drücke die Optionstaste, um das Hauptmenü zu öffnen. Wähle den Skillpalette, um die Hauptpalette zu bearbeiten. Aha. Okay, legen wir los. So, die Skillpalette. Hauptpalette. Bogenschlag. Oh, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. Ah, okay, so können wir uns dann auch hochheilen. Interessant. Ich weiß, das hier ist nur die Beta, aber trotzdem, alle sind voll dabei, findest du nicht? Ich spiele jetzt sogar in meiner Mittagspause. Ich gebe hier alles, verdiene ich da nicht etwas Anerkennung. Also wie auch immer, blablabla. Ja, tja, kommt hin. Das Leben ist echt nicht... Okay, ich wollte jetzt gar nicht quatschen. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal... Okay, darf ich nicht. Alles klar. Ich kann immer noch rumlaufen. Okay, cool. Finde ich interessant. Mal kurz gucken. Damit komme ich wieder zurück. Das ist der Teleporter, den ich anquatschen muss, oder? Jo, alles klar. Das sind die Teleporter. Kirito hat Material. Okay, so schön kann ich nicht lesen. Ich finde es cool, dass er sich jetzt hinbeugt und es einsammelt. Nicht einfach so wie bei Saolz. Hinfliegen, Knopf drücken und bam, ist es meins. Finde ich schon okay. Finde ich okay so. Liz und ich haben darüber geredet, wie wir uns einloggen. Da habe ich mich gefragt, wie du das wohl machst. Was meinst du? Komm schon, das ist ein ernstes Problem. Also, ja, ich setze mir das Helmchen auf und logge mich ein. Was hast du dir bloß gedacht? Wirklich. Aber wirklich, ey. Aber mit jedem quatschen. Warum werfen? Aktion, springen, Angriff. Was wirft er denn da? Keine Ahnung.
Oh, warte mal. Ich will kein Update. Willst du mich verarschen? Verpiss dich. Ich benutze dich seit Ewigkeiten. Ich muss dich mal deinstallieren. Doofes Programm. Hier, ich wollte den machen. Die Kämpfe machen viel mehr Spaß, wenn die Monster stark sind, meinst du nicht? Ich dachte mir schon, dass ich am besten dich frage, Kirito. Ja, so wie immer, ne? Er ist ja halt der Obersuchti. Und dann! Bla, 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 kurz quatschen. So, komm, dann, okay. Das letzte brauche ich eigentlich nicht lesen, das sind immer so die Standardsachen. Interessant. Wir gucken uns mal ein bisschen um und klatschen dann ein paar Monster. Okay, und wir sammeln natürlich alles Mögliche ein, was wir finden können, weil man kann ja alles gebrauchen. Ob wir auch einen Doppelsprung irgendwann kriegen, das wäre interessant. Die springen mir nicht hinterher, das ist schade. Wie kann ich nochmal... Erneutes Winken. Okay. Alle angriffsbereit. Ah, da sind Schweine. Wie kann ich nochmal die Map... Okay. Wie kann ich mir die Map nochmal anzeigen lassen? Das ging doch irgendwie. Ach so. Okay. Rechte Seite vom Touchpad ist hier, ne, die Palette. Und linke Seite ist die Karte. Interessant. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, die Symbole sagen mir alle nichts. Tölpelhafter Keiler. Ah, die Symbole sind Items, die da rumliegen. Okay, ich verstehe. Ich glaube, der tölpelhafte Keiler möchte erst mit uns kämpfen, wenn wir ihn angreifen. Bestienzahn, alles klar. Guck mal, wie friedlich er ist. Einfach mal schlitzen. Mal gucken, ob er uns überhaupt Schaden zufügen wird. Ja, er hat mir Schaden zugefügt. Das ist nicht gut. Ah, ich werde gleich sterben. Und sofort auf das nächste Schwein. Ah, schwach. Yay. Tötet ihn. Ah, jetzt erstmal ein leckeres Schnitzel. Geil. Okay. Die anderen, die grünen Dinger sind Items, die rumliegen. Das sind, glaube ich, Schatzkisten, die da rumliegen. Würde ich mal stark vermuten. Eine Schatzkiste. Ja, da wollte ich doch hin. Lass mich doch in Ruhe. Schatztruhen. Okay. Schatztruhen findest du überall in der Spielwelt. Braune Schatztruhen können nur einmal geöffnet werden. Okay. Es gibt auch blaue Truhen, aber diese Truhen wurden von einem mächtigen Feind in der Nähe versiegelt. Versiegelte Truhen erhalten nach einiger Zeit neue Inhalte. Ah, du kannst sie mehrmals leeren. Gegenstände ändern sich jedes Mal. Mit etwas Glück findest du einen mächtigen Gegenstand, der dir auf deiner Reise hilft. Öffne die Truhe, die du findest, das sowieso. Ich bin süchtig danach. Ein echter Gamer lässt keine Truhe ungeöffnet. Tapferkeitsmantel. Ah. Okay, ein Tapferkeitsmantel. Ausrüstung. Dann hänge, Torso? Tapferkeitsmantel. Okay. Da war nichts. Wahrscheinlich alles, wo das so durchsichtig ist, habe ich nichts, was ich anlegen kann, ne? Ja. 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 Okay. Cool. Finde ich geil. Gefällt mir. Finde es gut, dass wir uns jetzt auch umstylen können, wenn wir unterwegs sind. Das ging ja bei Saolz nur in der Heimat, in der Behausung, wo man immer war. Jetzt habe ich einen Skill eingesetzt. Okay, Schwein ist tot. Ich werde sehr viel hin und her gucken. Dann suchen wir uns mal die blaue Truhe. Da sehe ich Krabbis. Graskrabbe. Aha. Dafür müssen wir wahrscheinlich erst die Viecher ertöten. Okay. Dann wollen wir mal die Graskrabbe abmoxen. Wie kannst du es wagen, uns anzugreifen, du dreckiges Spino? Aus dir machen wir Suppe. Jo, jetzt übertreiben sie es aber. Die
ist Level 4. Huch, okay. Erstmal an die Steuerung gewöhnt, ist gar nicht mal so easy für den Anfang. Alter! Okay, warte mal. Halt! Nein! Oh. Hier will ich abkratzen. Ich muss das Vieh erst umklatschen, sonst habe ich gleich ein Problem. Warte mal. Heiltrank erstmal nehmen. Uiuiui. Okay, das Vieh haut ordentlich rein. Wir sind auch noch Level 1. Darf man nicht vergessen. Ich bin tot. Game over. Let's play durch. Wir sind alle gestorben. Auch im Real Life. Scheiße. Okay, das Vieh war jetzt doch mächtig. Sag nicht, ich muss alles nochmal machen. Ich meine, ich habe jetzt doch so viel schon gemacht. Kann ich es nicht wegdrücken? Verdammt. Ja, ich muss alles neu machen. Das war Erfolg auf ganzer Linie. Ja, ich drücke das einfach mal. Ja, alles klar. Danke, Spiel, dass du merkst, dass ich das schon gemacht habe. Ja, das lief doch echt gut.